Hey Leute! Hallo! Sag mal, ist Fairtrade nicht eigentlich ziemlich teuer? Und einfach mal richtig hässlich? Es ist schon stockfinster draußen und es ist irgendwie schon 10:30, aber das hindert uns nicht, dieses Video für euch zu drehen. Denn wir haben uns nämlich überlegt, dass wir heute einen Fashion Talk für euch drehen. Mhm. Denn ihr habt unter Jerrys letzten Fashion Talk Video fleißig kommentiert, dass ihr gerne mal ein Video zur Fairtrade Mode haben wollt. Und deswegen dachten wir, das machen wir einfach mal zusammen. Genau, und deswegen haben wir euch auch auf Twitter und Facebook gefragt, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Und deswegen werden wir euch gleich mal so erstmal erklären, was das ist, wo man das kaufen kann, was es für Online-Shops gibt, was es einem bringt überhaupt und ob das überhaupt gut aussieht und man coole Outfits damit kombinieren kann, was ja so eine richtig große Frage einfach meistens bei Fairtrade ist. Und genau deswegen starten wir jetzt. Ja. Um das ganze Ding erstmal ein bisschen einfacher zu machen, erstmal die Basic-Frage, was ist überhaupt Fairtrade? Also Fairtrade bedeutet einfach, dass die Produzenten, seien es jetzt die Näher, die Menschen, die färben oder wie auch immer, unter gerechten und fairen Arbeitsbedingungen und auch guten Arbeitsbedingungen, inklusive dem Gehalt, sprich sie wurden auch fair bezahlt, arbeiten. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Auch noch die Produkte, aus denen die Sachen halt auch noch bestehen, werden einfach auch fair gehandelt. Da sind dann die Preise nicht irgendwie geschoben und da werden Menschen ausgebeutet. Und dann gehen wir auch mal weiter zu den Sachen, was ihr dazu sagt. Also was ihr von dem ganzen Ding haltet, ob ihr das anziehen würdet und ob ihr das überhaupt kennt. Ich habe jetzt mal auf Twitter geguckt und zwar hat uns da die It's Me Lena geschrieben. Ich finde es gut, dass es sowas gibt, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich es selber nicht kaufe. Allerdings hilft es ja auch schon, wenn nur eine Person diese Kleidung kauft. Dann hat auch noch die liebe Sana ZW, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe nichts dagegen zu sagen, aber ich kaufe dort nicht. Genau, und ich glaube, bei uns ist es ähnlich, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber wir können jetzt auch aus unserer Erfahrung nicht sagen, dass wir das schon mal irgendwie gekauft haben. Nee. Also ich habe letztens beispielsweise auf Online-Shops mal nachgeguckt, einfach so, wie das so aussieht, ob es da überhaupt Sachen gibt. Oder auch vielleicht kennt ihr Oxfam, ist ja auch so ein Laden, wo man so Sachen kaufen kann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte sogar eine Hose kaufen, aber ich bin halt letztendlich dann nicht dazu gekommen, wollte es dann doch nicht machen, weil irgendwie der Preis halt echt so eine Sache ist, an dem viele sich dann doch überlegen, ob man es überhaupt kaufen will. Und genau dazu haben auch richtig viele was geschrieben, ne? Dazu hat zum Beispiel Captain Carlo etwas Tolles geschrieben. Und zwar, super Sache, es könnte allerdings ein Problem sein, dass es sich nicht jeder leisten kann. In Klammern Schüler, Studenten, Arbeitslose und so weiter. Und wir haben uns da vorhin drüber unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es ja schon mal ein guter Anfang wäre, wenn man sich, sagen wir mal, einmal im Jahr einen Teil wünscht, genau. Zum Beispiel zum Geburtstag, zu Weihnachten oder keine Ahnung, Ostern oder sowas. Oder dass man sich selber sagt, gerade wenn ich eben vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen habe zu Weihnachten, kaufe ich mir selber mal einen Teil. Und ich finde, dass es eigentlich so ein ganz guter Anfang ist, weil man muss ja nicht nur... Ja, sich so voll darauf, also man muss ja nicht nur davon Sachen kaufen. Also ich kann es auch voll verstehen, wenn man sagt, das ist zu teuer, weil also es ist wirklich so, dass die Sachen natürlich auch teurer sind. Ich meine, die werden ja auch besser bezahlt, die Arbeiter, deswegen kommt es einfach zustande und dadurch, dass es auch weniger Leute kaufen, ist es auch einfach so, dass halt die Preise hochgetrieben werden. Kann man auch echt nichts dagegen sagen und dass es nicht so wäre. Und ich finde auch, dass ich glaube, wenn man, also da hat auch jemand was zu geschrieben auf Twitter, dass wenn man einfach auch weniger kauft, dann man braucht ja jetzt auch keine 500.000 T-Shirts, sondern man kann ja sich einfach ein bisschen reduzieren und dann auch wirklich nur das kaufen, was man in dem Sinne braucht und schön findet und auch nicht jetzt jedes Wochenende neue Sachen und dann kann man sich das ja so ein bisschen relativiert sich das ja so ein bisschen vom Geld her auch. Weil wenn man sich jetzt jedes Wochenende was für 20 Euro kauft dann oder einmal im Monat was für 40, dann kommt man letztendlich aufs Gleiche hin. Der gleichen Meinung ist zum Beispiel auch Maya Pfeifle. Sie hat uns geschrieben, es gibt total schöne, fair hergestellte Klamotten. Klar sind die auch teurer, aber vielleicht reichen auch 5 T-Shirts statt 15. Tolle, faire Marken sind zum Beispiel Wunderwerk. Was ist das denn? Armed Angels. Armed Angels. Der Laden Glore ist auch super. Also genau da können wir auch direkt einfach anschließen. Also wir haben nämlich auch mal ein paar Internet, so Online-Shops rausgesucht, wo man diese ganzen Sachen kaufen kann. Die verlinken wir euch auf jeden Fall in der Infobox, dass ihr da mal vorbeigucken könnt. Also einer davon hier zum Beispiel Zündstoff, wenn ich mich nicht täusche. Und du hast auch noch einen, ne? Ja, Avesio oder so heißt genau. Der. Der ist so ein veganer Fairtrade-Laden. Ja, genau. Und da kann man auch, also wenn man danach guckt,
dass wenn man die Sachen einfach vergleicht, das sind ganz normale Klamotten. Aber klar, in solchen Online-Shops findet man jetzt nicht die neuesten Trends und irgendwelche richtig kurzweiligen Sachen in dem Sinne, weil man muss ja auch einfach verstehen, man kann nicht jede Woche eine neue Kollektion als Fairtrade-Unternehmen rausbringen. Das würde sich nicht wirklich rechnen, genau, ich. Weil man muss ja auch damit immer noch verstehen, die Leute brauchen ja auch irgendwie ihr Geld, was sie verdienen müssen. Aber eigentlich gibt es eine ganz gute Alternative, nämlich einfach Basics kaufen, ne? Genau, einfach mal in Basics zu investieren, wie zum Beispiel bei Mädchen ist es ja eigentlich so, Tops und T-Shirts trägt man immer und auch ziemlich lange. Und ich glaube einfach, wenn man bei Basics einfach so ein bisschen investiert, dann lohnt sich das auf jeden Fall schon. Ja, eben, weil und dann ist es jetzt ja auch nicht so tragisch, dass wenn man mal irgendwie so einen Fransen-Poncho sich kauft, dass man den dann nicht mehr anziehen kann nach ein paar Wochen, weil ihn einem nicht mehr gefällt, weil sowas wie Basic oder auch vielleicht bei Männern jetzt einfach mal so eine plain Jeans oder eine Hose oder Schuhe oder Sonnenbrillen, halt so Sachen, die man halt jetzt nicht generell einfach sich jede Woche neu kauft. Dann so kann man halt einfach da auch das so einfach ausgleichen mit den, sage ich jetzt mal, normalen Klamotten. Genau. Letztendlich sind wir auch der Meinung, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil man damit halt einfach auch Menschen unterstützen kann, denen es vielleicht nicht so gut geht. Aber klar, wir verstehen auch, wir sind auch der Meinung, dass es halt nicht geht, dass man ausschließlich davon Klamotten kauft, wenn man sich einfach nicht leisten kann. Genau, also, als Schüler und Student oder so ist das echt schwierig, das ausschließlich zu kaufen. Aber wir glauben einfach, dass es halt eine gute Möglichkeit ist, einfach ab und zu wirklich daran zu denken, dass es das gibt und eben die Möglichkeit wahrzunehmen, dass es möglich ist, sowas zu kaufen, genau, und sowas zu unterstützen. Ja, und auch einfach immer im Hinterkopf halten, klar, wenn man jetzt so mega fashion-addicted ist, wie ich auch so ein bisschen, findet man da halt nicht so seine Erfüllung, wenn man halt nur so basigere Sachen findet, aber letztendlich kann man, wie gesagt, diese Möglichkeit einfach mal wahrnehmen und gucken, ob das geht. Für ein bisschen Abwechslung wollen wir auch sorgen und deswegen haben wir auf Lucys Kanal ein Video gedreht. Nämlich habe ich ihr Make-up gemacht. Es ist etwas fail gegangen, es ist nicht dieses Make-up hier, will ich mal so sagen. Ja. Definitiv nicht. Also ihr seht ja hier unten schon mal ein bisschen den Anfang. Und dann verlinke ich euch hier noch meinen letzten Fashion Talk, da ging es um Abercrombie & Fitch und so deren Einstellung zum Leben, was richtig krass ist einfach, dass die jetzt einfach auch Leute sagen, wir wollen nicht, dass, keine Ahnung, Obdachlose unsere Klamotten tragen, weil das nicht unser Image ist. Da haben wir auch richtig viel drüber diskutiert und wir wollen natürlich auch wissen, über was das nächste Video, beziehungsweise dass mein nächster Fashion Talk gehen soll. Also was euch gerade brennend interessiert in Sachen Fashion und auch mal ein bisschen so Nachrichtenskandale in dieser ganzen Modewelt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, dass du in meinem Video warst. Ich mich auch. Und wir sehen uns auf Lucys Kanal, nicht wahr? Also dann klickt mal hier auf ihr Video. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Tschüssi.